Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Hier in der Kammer von Damoklus oder keine Ahnung wie der heißt. Ja, wir sind das letzte Mal hier reingekommen nach ein paar Problemen. Und sind jetzt hier in der Kammer, ich würde sterben. Und ja. Sind auch schon einmal gestorben an den Schwertern unten, also als abgesehen von dem, was gerade war, das war ja ein bisschen dumm, weil die Gute sich dachte, ach ja, weißt du was, eigentlich kann ich mal gegen unsichtbare Schwerter rennen, und also beziehungsweise sind nicht unsichtbar gewesen, aber die Hitbox von den Schwertern war viel größer, als als die Schwerter eigentlich waren. Nun ja, dementsprechend haben wir ein paar Aua-Bubus gehabt. Und nun sind wir dabei, die Tür aufzubekommen, um hier wieder rauszukommen. Die Frage ist nur allerdings, how the fuck machen wir das? Die Kamera sucht ja schön raus, aber ich weiß nicht, wie ich den Sprung schaffe. Vielleicht müsste sie es ja so schaffen, ne? Naja, komm. Okay, nevermind. Dann wird ja alles super. Die Sprünge hier sind ziemlich knapp manchmal, ne? Schon wohl danach greift sie jetzt, aber alle gut. Bitte fall da einfach nicht runter, obwohl du hast es umgespeichert. Das schlimmste Part ist geschafft. Muss man ehrlich schon sagen. Sehr schön. Bitte ja nicht einfach weggesnackt. Ich da jetzt hinspringe? Na gut, wir werden sehen. Anscheinend nicht, okay. Dann ist ja gut. Wäre auch ziemlich uncool gewesen, wenn schon. Weil damit kann man ja wirklich nicht rechnen, dass man dann da unten das theoretisch hätte auslösen müssen vorher. Na, bitte reden. Ich glaube, ich hätte es theoretisch zurückgehen können, noch ein Secret mitnehmen können, weil ganz ehrlich, den Raum nochmal für ein Secret zu machen, nö. Sehe ich nicht ein. Dafür ist mir das Sequence wichtig genug. So, Kontrollpunkt, sehr schön, nehme ich mit. Oh, thank you, Welt. Oh, schön. So, den ganzen spaßigen Weg wieder zurück, den wir schon beim letzten Mal gegangen sind. Ist das diesmal stärker? Ja, das ist diesmal stärker. Der Eingang war ja nicht so stark. Sehr schön. Genau getimed. So wie es sein sollte. Tschüss. Ich hasse dich, Damoklus. Und das Ding fährt aus. Okay, es soll die Fahne immer aus, wenn man fertig ist. Das macht Sinn. Das heißt, wir müssen auch anders zu Atlas kommen. Wir hatten ja Atlas schon freigeschaltet im vorletzten Part, aber das Ding ist noch nicht ausgefahren zu ihm, aber das ist anscheinend auch nicht notwendig. Wo genau soll ich jetzt bitte hinspringen? Den Sprung schafft sie doch nicht, oder? Na, wohl sie. Ne. Naja, hat ein bisschen wehgetan, aber ist doch nicht so schlimm. Das Ding ist, man kann diese Sprünge einfach richtig schlecht einschätzen, muss ich sagen. Also wirklich, die Sprünge von ihr einzuschätzen, ist echt schlimm. Weil manchmal schafft sie Sprünge, wo du dir einfach sagst, hey, die hätte ich niemals im Leben gedacht, dass sie das schafft. Und dann springst du irgendwo hin und sie verfehlt es einfach um 50.000 Meter. Und dann denkst du so, okay. So. Problem. Es hat uns im Endeffekt nicht so viel gebracht, das jetzt zu machen, abgesehen von dem Schlüssel. Weil wir jetzt kein bisschen weiterkommen. Jetzt ist das Ding zwar ausgefahren von Damoklus, aber das ist auch ziemlich sinnlos. Also wir wissen, wenn Atlas ausgefahren ist, dass wir, wenn wir aus Atlas rauskommen, müssen wir nochmal nach unten und da hinten das Secret aus der Wand holen. Aber die Frage ist halt, wie kommen wir nach Atlas hin? Doch, eigentlich müssten wir komplett nach oben erstmal. Das war ja eine der Sachen, die wir gesehen hatten. Beim letzten Mal. Deswegen, ich gehe dann mal ganz kurz nach komplett nach oben. Wenn ich das nicht hinbekomme, soweit. Achso, ein bisschen nach links. So hoch. Na, komm, einmal hoch. So. Okay.
Atlas ist, glaube ich, immer noch zu weit weg. Das heißt, immer noch weiter nach oben. Das Ding haben wir schon aktiviert. Halt, fand ich noch was. Das nehme ich mit. Ah, die Dinger rutschen runter. Warum die das tun, keine Ahnung. Aber schön, dass sie es machen. Hilfe, mach doch keinen... Oh Gott, Hilfe. Manchmal bringt sie sich auch einfach selber mit ihren Sprüngen um. Dann ist es eigentlich so ein Sprung, wo sie theoretisch hätte greifen sollen. Und dann macht sie aber irgendeinen Trick oder so. Und hält sich ja nicht fest und rutscht einfach an der Wand vorbei nach unten. So, nächster Schalter. Für Hephaestus. Oder Hephaestus, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Das Ding hier wird auch rausgefahren. Wundervoll. Wir haben einen Kontrollpunkt direkt von ganz oben. Das ist auch ein sehr schöner Kontrollpunkt. Den nehme ich gerne mit. So. Okay. Na gut. Danke. Hm. Oh, hallo. Hilfe. Haben die gerade dieses Ding aktiviert? Diese wunderschöne irgendwie so eine wunderschöne Säule. Könnte sein, ne? Kommen wir von hier aus? Da kommen wir nach Atlas, glaube ich. Ja, von hier aus kommen wir nach Atlas. Oder von da aus können wir zum nächsten Schalter. Dann machen wir das erstmal. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht wieder hochklettern. Ich weiß nicht, warum ich hier speichere. Es macht halt im Endeffekt keinen Sinn. Ich bin so... Ich bin so speicheraffin und denke mir so, oh, ich muss speichern, ich bin so unsicher und so, aber es bringt ja im Endeffekt nichts. Weil er eh immer den letzten Kontrollpunkt lädt. So. Poseidon. Ein paar Fledermäuse, wundervoll. Wie viel Schaden haben diese Fledermäuse gemacht? Alter Schwede. Das sind Fledermäuse und keine Raubkatzen. Hallo? Wollt ihr noch kommen oder nicht so? Hallo? Fledermäuse? Ja, packt ihr euch mal wieder schön weg. Okay, von hier aus kommen wir nach da unten auf das Feld. Ich werde jetzt auf den ganzen Schalter suchen. Denke ich mal. Was bringt das, wenn wir aus das Feld da kommen? Dann stehen wir halt da. Und da waren wir ja schon. Also da haben wir ja schon drauf geschossen, auf das Ding. Das können wir auch von der Mitte aus. Ach warte, wir können... Ja, von da aus... Wo kommen wir denn da hin? Nirgendwo eigentlich. Das macht eigentlich ziemlich wenig Sinn, das zu machen. Vielleicht haben wir einen schnelleren Weg nach unten hat oder so. Das hat irgendwie auch... Ja, keine Ahnung. Wir gehen erstmal runter zu Atlas. Aber bevor wir uns dann Atlas Tor widmen, werden wir erstmal... Oh, das war wieder so ein Sprung. Ne? Sie hat gar nicht erst angedeutet, dass sie da sich festhalten möchte. Sondern sie hat einfach gesagt, so, tschüss. Bitte halt dich fest, danke. So. Bitte fahr hier nicht runter. So, und bevor wir jetzt aber zu Atlas gehen, gehen wir erstmal zum Secret. Weil das hole ich mir auf jeden Fall. Weil das ist es mir auf jeden Fall wert. Das bei, bei Democlus war mir absolut nicht, wert, weil das wäre einfach nur unnötige Zeit gewesen, die ich verschwendet hätte. Aber hier ist ja easy. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung zurück. Danke. Geweint bin ich. Wovon? Wie komme ich denn, da hin? Wenn ich jetzt hier runtergehen würde. Irgendwelche Tore und noch mehr irgendwelche Plattformen. Ja, geil. Wir gehen zu Atlas. Der Raum war zumindest im ersten Teil ziemlich einfach. Das ist nämlich der mit dem, mit dieser wunderschönen Kugel. Wenn du mir jetzt sagst, ich komme ja nicht hier hoch, ne? Ich wollte gerade sagen. Also wenn sie den Sprung nicht geschafft hätte, dann hätte ich aber, wäre ich hier zappelot gewesen, ne? Hölle auf Erden. Oh, wieder diese coole Technik, Tore zu öffnen. Aber diesmal müssen wir das eigentlich tragen. Ja. Jetzt haben wir kein Ding da oben. So, die Technik ist ja relativ easy.
Ich sag dazu gar nichts. Sie so greift nach der Stange. Sie greift danach, hört sofort auf, danach zu greifen von der Animation und fällt einfach gerade runter, als wäre sie eine unsichtbare Wand gewesen. Ach, Girl. Why do you hate me? Ja, das ist der gute Atlas, den kennen wir ja. Und das sieht nicht allzu schwer aus. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, was wir machen müssen. Ah, never mind. Vielleicht kann ich das doch nicht denken. Moment. Moment. Kannst du noch greifen? Bitte greif danach. Ich hasse dich. Okay, warte, ich muss ganz kurz checken, wie wir das überhaupt machen sollen. Moment. Erstmal kurz die Lage checken. Es wird nicht so einfach, wie es im ersten Teil war. Beim ersten Teil war es ja einfach, du rennst hin, das Ding kommt runtergerollt, du gehst einfach kurz an die Kante und dann ist gut. Du rollst einfach über dich drüber und du, ja, es ist gut. Aber hier müssen wir an der Seite nach oben. Okay. Also anscheinend. Müssen das die Dinge aktiviert? Aktivieren? Aktiviert? So. Sieht jetzt auch schon los. Wir gehen rüber. Wie komme ich da hoch? So, okay. Muss ich es von hier aus aktivieren oder wie sieht das aus? Ah, okay, ich verstehe es. Ich muss von hier aus die Stangen aktivieren. Damit ich von hier aus entkommen kann. Now I get it. Und wie komme ich darüber? Da liegt ein Medipack, ein Schalter und ein Geheimnis. Aber da komme ich von hier aus niemals dran. Na gut. Wir werden uns auf jeden Fall erstmal auf den Weg machen, der Kugel dazu entkommen. Das wird richtig lustig. Na komm, triff doch. Ich muss wirklich so nah dran stehen. Bitte, triff es doch von hier aus. Warum wetten wir, dass ich den Sprung nicht schaffen werde? Oh, ich habe echt Angst, dahin zu zielen. Komm, ein Schuss muss doch treffen. Wer soll ich denn sein? What the fuck? Kamera. Hilfe, aber ja, wie gesagt, ist jetzt kein allzu schwerer Raum. War ja beim ersten Teil nicht, ist er auch hier jetzt nicht gewesen. War schwerer als beim ersten Teil, ist aber nicht so schwer wieder. Nicht schwer gewesen. Im Endeffekt. Und wir haben einen Weg nach oben. Glaube ich. Das ist ja nach einem Weg nach oben, ist ja. Na komm. Ach, Girl, komm. Den kriegst du hin. Glaub an dich. Der Secret nimmt er auch noch mit. Wundervoll. Das Einzige, was gerade echt ein bisschen fies war, weil die Kameraperspektive auf den Ball gerichtet war. Und das heißt, ich habe einfach gerade ausgedrückt. Und sie ist halt dann auch logischerweise dem Ball entgegengerannt und nicht dem Ausgang. Ach, diese blöden Platten, ne? Dass die auch immer wieder aufgehen, ist echt nervig. Mann, Atlas, warum wolltest du mich eigentlich töten? Was soll das? Finde ich sehr frech. Danke für deinen Schlüssel. Ich gehe. Sowas muss ich mir nicht bieten lassen. Puh. So. Das Fiese war ja auch, der Ball ist ja logischerweise schneller als wir gerollt. Dementsprechend ist er uns extrem nahe gekommen.
Obwohl wir halt ein bisschen Abstand am Anfang hatten. Das fies ist ja, dass man, wenn man an die Stange drankommt, auch noch von der Stange runter muss, bevor der Ball ankommt. Weil der die Stange mitreißt. Und dementsprechend, hast du ein ziemliches Problem gehabt. Wenn du es nicht geschafft hättest, dann hätte ich mit der Stange runtergerissen. Okay. Sehr interessanter Mechanismus an einer Tür. Dass die erst zugeht, wenn man sie oben loslässt, also nicht mehr an ihr dranhängt. Macht irgendwie wenig Sinn. Aber gibst weniger Gewicht auf sie und dann lässt sie sich erst los. Also fällt sie erst runter. Aber gut. Wir haben seinen Schlüssel. Wundervoll. Ach ja. So. Poseidon fehlt uns noch. Da weiß ich gar nicht mehr, wie der Raum war. Wie war Poseidons Raum nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und uns fehlt noch dieser Blitzraum und Thor müsste uns eigentlich noch fehlen. Wo auch immer der ist. Auf den Blitzraum habe ich auch keinen Bock. Thor ist okay. Zumindest war es im ersten Teil relativ easy und ich denke mal, es wird auch hier nicht so schwer sein. Aber ja. Der Blitzraum. Der wird richtig cool. Poseidon, wie gesagt, weiß ich gerade nicht mehr, was da genau unterwegs war. Und ich weiß auch nicht, wo ich hier hinspringen soll. Diese Plattformen bringen mir echt ziemlich wenig, muss ich sagen. Die führen mich immer zu der Mittelplattform, aber zur Mittelplattform kann ich nicht springen. So weit komme ich nicht. Aber ich glaube, ich habe einen Weg zu Poseidon gefunden. Das sind hier unten in der Mitte die Plattformen, wo ich mich gefragt hatte, okay, was bringen die mir? Aber das müsste hoffentlich klappen. Weh, du schaffst das nicht. Weh, du hältst dich nicht fest. Ich hätte dich geschlagen, wirklich. Aber alles gut. So, wir gehen hier hoch. Den Sprung machen wir lieber selber und nicht per Kante. Also ich habe gehört, festhalten soll echt eine super Sache sein, wenn man nicht runterfallen möchte. Wieso muss diese Plattform jetzt wieder ausfahren? Hätte er nicht danach speichern können. Gut. Alter. Nee. Macht doch immer wieder Spaß, diese schöne Szene hier zu sehen, oder? Ich meine, wow, wie diese Plattform sich ausfährt. Ich bin begeistert. So schön hat noch nie eine Plattform sich ausgefahren. Ich spiele die ganze Zeit in meinem Kopf damit, vielleicht doch das manuelle Greifen einzuschalten. Weil ich mir echt denke, okay. Sie hat keinen Bock. Was war denn das? Mädel, was machst du? Warum tust du dies? Warum hast du mich? Und warum muss ich diese Szene immer wieder sehen? Okay, gibt es einen anderen Weg nach Poseidon? Ja, gibt es. Wir müssen theoretisch einfach nur von der Mittelplattform aus. Den Sprung hat sie geschafft? As if. Dann hat sie bei den anderen aber nicht geschafft. Pff. Gut. Wenn du jetzt an der Plattform vorbeifällst, weil du hier rechts von der Leiter hängst, dann schlage ich dich. Okay. Alles gut. Bitte schaff den Sprung. Thanks. Das könnte der Grund sein, warum ich Anniversary so selten gespielt habe. Ich glaube, ich habe Anniversary bis jetzt ein oder zweimal beendet. Und die anderen, also Underworld und Legend, habe ich ziemlich oft sogar gespielt. Bitte halt dich fest. Ich flehe dich an um alles in dieser Welt. Bitte halt dich einfach fest. Bitte. Also warte. Irgendwie liebe ich da. Hinkommen, Moment. So. Okay. Kontrollpunkt, bitte gib mir. Ist das dein Ernst?
Wieso ist dieses Spiel so verbuggt? Was ist das denn? Lex hat sich einfach gerade auf die andere Kante drauf geglitscht. Und ist deswegen runtergefallen. Vor allem dieser Tod, dass der tödlich war, macht einfach gar keinen Sinn. Weil der einfach... Ist das richtig, dass ich hier bin? Ich glaube schon. Wieso ist deine Kante um die Ecke, wenn du dich nicht dran festhalten kannst? Und wieso speichert der immer vor der Cutscene und nicht danach? Das meinte ich schon am Anfang mit den Nachteilen an Save Points. Also an so Speicherpunkten. Weil die dich einfach, das Ding ist halt, der Entwickler entscheidet halt dann darüber, wo gespeichert wird. Und das muss halt nicht immer gut sein. So Save Points, automatische Speicherpunkte sind ja echt nett. Wie gesagt, wenn irgendwelche Bugs auftreten und du halt zum Beispiel das Aussehen überspeichert hast, um deinen Spielstand noch zu retten, das ist auf jeden Fall cool, aber sich nur darauf zu verlassen, ist halt echt nervig. Weil genau solche Sachen dann auftreten und du halt einfach ein Problem hast, weil du diese Sachen dann immer wieder sehen musst. Ach, Mann, ey. Ich möchte einfach nur überleben. Ja, ich hatte echt, als ich das Spiel angefangen habe zu spielen, hatte ich mir gedacht, okay, warum habe ich das eigentlich so selten gespielt? Weil ich habe Legend, wie gesagt, schon echt sehr, sehr oft gespielt. Vor allem Legend. Und da habe ich mich gefragt, okay, warum Anniversary denn so wenig? Aber das ist so krass verbuggt, oh mein Gott. Es ist halt wirklich so krass verbuggt, das ist echt ein bisschen sehr frustrierend. An manchen Stellen, wenn du halt wirklich dann einfach komplette Wege neu gehen musst. Weil das Spiel einfach ein Problem hatte. Ich hoffe, das wird noch besser, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht so wird. Oh, die Augen dieser Ratten haben geleuchtet. Na gut, aber ich würde sagen, Poseidons Kammer oder Poseidons Tor hier werden wir erst im nächsten Part machen. Von Tomb Raider Anniversary. Und mal schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen den Bugs besser entkommen können. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so ganz sein wird, weil wir immer noch hier wahrscheinlich im Götterturm festhängen werden. Aber wir werden sehen. Naja. Bis dahin, würde ich sagen. Ciao.